Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß mit mir, dem Sallywill. So, wir haben hier in der letzten Folge gestoppt, weil es so hart geleckt hat. Und heute ist ja Sonntag, das heißt, die letzte Folge auf meinem Kanal für diese Woche. Das heißt dann für euch, ihr könnt es ab morgen beim Black Dragon LP weiterverfolgen. So. Da fliehen wir doch mal schnell. Ah. Jetzt hat sich meine rechte Pfeiltaste eingerastet. Jetzt. Puh. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch diese Folge hier aus dieser Höhle. Scheiße. Ich bin den falschen Weg gelaufen. Das ist ein bisschen uncool. Flucht. Oh, ein Sonderbonbon. Das behalten wir mal schnell. Man kann ja nie wissen, für was man noch ein Sonderbonbon braucht, ne? Und hier haben wir einen Klick. Aber wir haben ja schon eins, das heißt, wir brauchen keins mehr. Ja, Flugzeug, jetzt musst du genau über mein Haus fliegen. Über meine Wohnung fliegen. Jetzt. Ich hoffe, wir laufen jetzt hier richtig. Oh, dieses Wattzapf. Zack. Flucht. Hä, wir sind hier schon wieder falsch. Was soll denn das? Blendpuder, keine Ahnung, was das ist, aber ich würde sagen, ich würde mal kurz sofern vorhanden nein, haben wir nicht, sonst hätte ich jetzt gerne einen Schutz eingesetzt, ne? Nee, da laufe ich jetzt nicht hin. Weil irgendwie gehen mir diese Wattzapf und Castadur total auf die Nerven. Klick ist cool. Mir gefällt bei Klick, dass der irgendwie nichts zum Essen braucht. Ich frage mich echt, wo wir hin müssen. Flucht. Weil da unten ging es ja nicht mehr weiter. Ja, in dem Moment, wo ich vorbeilaufe. Ist es dein Ernst? Oh. Ich will doch nicht kämpfen. Ein Rotomorph. Ich glaube, Vegeta regelt es schon. Oh nee, kein Schaufler. Ha, ich mache auf schlau. Haha, ich mache jetzt richtig auf schlau. Hahaha.
Nein! Oh nee. Da war ich jetzt doch nicht so schlau. Oh nee. Wir haben nur noch zwei Pokémon, ne? Hier unser Vegeta und unser Navitaub. Fuck. Oh. Scheiße. Ja gut, ich habe jetzt unser Rockkeilmann mal wieder belebt. Oh, scheiße. Die Alte wird uns doch jetzt wohl nicht besiegen hier. Haben wir hier noch einen Trank? Ja, Hypertrank. Nee, es reicht ein Supertrank. So, mach's gut, Navitaub. Bye, bye. Ich glaube, wir gehen nochmal zu dem Doktor zurück, ne? Ich denke mal, das wird sich rendieren. Oh. Gut. Vergrab dich, schnell. Perfekt. Da haben wir es doch noch hingekriegt. Oh, gut. Danke, Rockkeilmann. Das muss hier irgendwie schon richtig sein, hier unten. Warum soll hier sonst, die Treppe nach unten führen. Ah, wir müssen darüber wahrscheinlich. Wir müssen gegen den anderen Plasma-Rüpel kämpfen. Gehe ich mal davon aus. Hä? Ich habe gerade nichts gemacht. Ich bin einfach nur da gestanden. Ja, super. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, Beutel. Gut, wir haben noch 6 Beleber. Verkogel. Vegeta. Navitaub. Supertrank. Verkogel. Vegeta. Navitaub. Ja, kämpf mal halt. So. Ein Ganoviel. Armstoß. Läuft. Ja,
Perfekt. Guck mal da. Da haben wir ja unseren Brandstempel. Brandstempel. Och nee. Nicht verwirren. Ein Armstoß, komm. Komm, komm, komm. Oh ja. Oh ja. Ja. So, der Plasmarüpel ist besiegt. Oh, hier ist N. Alles ist grau und grau und das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit. Fein säuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihre wahres Potenzial. Ja, das ist mein Traum und dieser Traum muss Realität werden. Sag Ash, hast du auch einen Traum? Ja. Du hast also einen Traum. Das ist ganz vortrefflich. Dann lass mich doch bitte mal in einem Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Scheiße. Scheiße. Unsere Pokémon sind doch richtig am Arsch. Oh shit. Oh fuck. Vegeta, regel du das mal für uns bitte. Oh nein. So, kleinen Moment kurz. So, jetzt, ich krieg nämlich gleich Besuch und wollte halt nur kurz sagen, dass man nicht bei mir klingeln soll, weil wegen, ich hier gerade in der Aufnahme hänge. Oh, shit. So, Vegeta ist down. Rockheimmann, komm schon. Schaufler, komm schon. So, komm schon. Komm! Perfekt, WhatsApp ist down. Castadur. Ob Navitaub da was ausrichten kann.
Komm schon, Navitaub. Oh, fuck. Hey, ich hab die Idee. Ich habe ja noch einen Beleber. Verkorkel. Verkorkel, komm wieder zurück zu mir. Oh, das End noch vor dem Ende auf uns warten muss. Hey, was willst du mit deiner blöden Eisenabwehr? Hey, diese Eisenabwehr, ganz ehrlich. Der könnte schon längst down sein. Und eigentlich hätten wir den Beleber gar nicht verschwenden müssen, ne? Aber egal. Man kann ja nie wissen, was noch kommt. Hier klick. Und da ist Verkorkel eigentlich perfekt dafür. Weil Feuer und Stahl und, na, ihr wisst schon. Sieh nur, jede Phase meines... Oh, okay. So, Klick ist auch down. Und Plasma N wurde besiegt. Perfekt. Warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. Hm, so werde ich meine Wirklichkeit niemals erreichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Oh nein, ist er ja auch noch Bell. Es ist nicht mehr weit bis Panairo City. Und die kommt auch noch. Professor Ashe, du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf dieser Entfernung die Stimme von Ash ausmachen konntest. Aber sag mir, Ash, wer ist dieser Trainer bei dir? Ashe, richtig? Sie zwängen die Pokémon nach völlig willkürlichen Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jeweils die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und sie glauben tatsächlich, so die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können? Ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen. Was denken sie sich nur dabei? Hm, woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sollte letztlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen den Pokémon nur Leid zu. Ich kann meine Augen vor solchem großen Unrecht nicht einfach verschließen. Oh ja, eine schon mal weg. Jetzt noch die anderen zwei. Bitte gehen. Bitte. Ich sehe schon, ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass es sich anhört, wie andere über die Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzlich Daten sammeln, um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen. Müssen wir noch so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Ja, Bell, bitte geh. Bell, ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Ashe. Also werde ich sie begleiten. Ja. Ja, sie ist weg. Perfekt. Und wir sind in Panairo City angekommen. Und damit auch am Ende der Folge und damit auch am Ende von meinem Part für diese Woche. Und damit könnt ihr morgen dann beim Black Dragon LP weiterschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.